Was geht ab, Leute? Ich habe ein paar Wahnsinns-Fiesta-Online-Neuigkeiten für euch. Es sind praktisch drei sehr, sehr gravierende Neuerungen bezüglich, ja, Fiesta Online, die ich euch in diesem Video kurz vorstellen möchte und in der nächsten Zeit in genaueren, detaillierteren Videos noch näher, über die ich noch weiter einfach sprechen möchte, weil es ist einfach Wahnsinn, wie viel sich ändern würde und jeder dieser Änderungen verdient ein eigenes Video, Leute. Und die Zeit werde ich mir auch nehmen. Ihr wisst, ich habe gerade sehr, sehr viel zu tun, vor allem mit Hausarbeiten schreiben. Ich habe da einige Termine auch missverstanden und muss eine zum Beispiel deutlich früher abgeben, als ich das erwartet habe. Und ja, aber wenn ich die Zeit habe, dann werde ich da definitiv noch mehr zu erzählen. Erstmal zu offensichtlich erstaunlich großen Änderungen. Es gibt einen neuen deutschen Fiesta Online-Server. Er nennt sich Easel. Ich habe keine Transkription dazu gefunden, leider. Also ist das meine Betonungsinterpretation. Und schaut euch mal den Hype an, Leute. Wie viel Spieler hier einfach mal gerade sind. Das ist natürlich klar. Jeder möchte irgendwie als erstes ein bestimmtes Level erreichen. Und ja, ich finde es einfach auch toll, diese Bilder hier festzuhalten in Form dieses Einführungsvideos sozusagen, des neuen Windes von Fiesta Online, wenn man so will. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen, ist, dass es einfach mal lediglich einen Tag vorher angekündigt wurde, dass es einen neuen Server geben wird. Denn ich hätte gerne mit euch in Zusammenarbeit mit der Community sowas gemacht wie ja, die erste Gilde oder so zum Beispiel zusammen zu machen, dann im Turm wahrscheinlich die Metz farmen, das dann verkaufen und dann irgendwie ein Gold zusammenbekommen, die erste Gilde zu machen. Da sind mir einige Leute schon zuvor gekommen. Ich hatte, wie gesagt, ich konnte das so schnell nicht planen. Ich hatte heute auch einen recht langen Tag. Erst vor kurzem nach Hause gekommen. Schauen wir mal an die Leute, die die ersten Gilden des neuen Servers geschaffen haben. Bollwerk kenne ich aus Elgar, glaube ich. Saft kenne ich noch aus Thewa. Ja, die anderen sagen mir jetzt nicht so viel. Oder ist das die von diesem einem englischen Server? Gut, also das sind jedenfalls die Leute, die es geschafft haben, die die Zeit dafür hatten, die ersten Gilden zu machen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite schon mal. Ja, ihr könnt, ach, das ist so lustig, wie viele Leute hier einfach sich neue Chars machen und so weiter. Hier kommt man ja hin, wenn man sich einen neuen Char macht. Das ist einfach der richtige Hype. So, und es geht einfach mal noch weiter, Leute, denn man kann ab jetzt Waffen auf +12 upen. Ja, das ist auch wieder so eine heftige Änderung. Dazu, um das mal kurz ein bisschen zu thematisieren, da gibt es auch ein neues Item zu, das nennt sich, oder das Item gab es schon. Das nennt sich Kristall von Bijou. Bijou? Kann man entweder für 5 Gem bei einem NPC kaufen, was wiederum sehr viele wirtschaftliche Einflüsse hat. Und man kann ihn auch in diesen Hardcore-Dungeons farmen, wie ich euch auch berichtet hatte im letzten Video. Ja, das ist einfach, ich werde auf Teva wahrscheinlich so schnell wie möglich irgendeine +12 kaufen, um euch dann so ein bisschen zu zeigen, wie die so abgehen kann. Wahrscheinlich ziemlich gut. So. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen Albirio Hardcore-Modus. Genauso wie Helga und Malefa HC könnt ihr dort jetzt Kisten bekommen, wenn ihr zusammen den Boss erledigt. Es gibt auch eine komplett neue Itemart, nämlich das Armband. Kann man hier allerdings leider noch nicht sehen. Ich glaube, das wurde auch erst später eingeführt. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wir beobachten hier mal die ganzen neuen Chars. Ja, also auch wieder, ihr kennt das ja, bei Malefa HC kann man sehr, sehr viel verdienen. Nun, bei Albirio HC vermutlich auch. Also wenn ihr einen Char in dem Level habt, würde ich euch unbedingt empfehlen, dort mal mitzumachen. So, das sind diese drei meiner Meinung nach wirklich riesigen Änderungen, über die ich auch in den nächsten Videos noch im Detail sprechen möchte. Hier geht's, sorry, darum, diese Hype-Bilder festzuhalten vom ersten Tag eines neuen Servers. Ganz interessant, wie ich finde. Wir können uns ja mal die Shops anschauen. Das ist natürlich auch eine komplett andere Strategie,
auf einem komplett neuen Server das erste Gold zu verdienen, als auf einem neuen, als auf einem Server, der schon lange da ist, weil An- und Verkaufen geht hier ja offensichtlich wahrscheinlich nicht so gut. Bei ihm brummt das Geschäft. Er hat wahrscheinlich ganz viel davon schon angekauft. Hier wird schon mit dem ersten Shop erweitert. Wow, hier war schon jemand bei Malone. Allerdings ist es relativ unwirtschaftlich, jetzt so einen Shop aufzubauen, weil die Leute leveln jetzt natürlich erstmal alle und kaufen wahrscheinlich keine Blues. Das habt ihr auch in dem Free-to-Play-Projekt gesehen. So sehr braucht man die ja auch nicht zum Leveln. So, ich hoffe, euch haben diese Eindrücke gefallen. Wie gesagt, es folgen weitere detailliertere Videos in nächster Zeit. Mir gefallen diese Änderungen sehr, sehr gut. Ich wünsche euch wie immer einen sehr, sehr schönen Tag und natürlich auch viel Spaß beim Zocken. Macht's gut, Leute, und bis bald.